So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, bei einer neuen Folge Zelda Breath of the Light mit eurem Theo da. Nein, ich will keine Übernachtung. Ich wollte mal gucken, wie ich jetzt hier mein Pferd parken kann, Freunde. Ja, zocken wir weiter. Ja, machen, die bringen wir auch nichts hier. Das hier vom Vizemeister, ja, haben wir schon. Haben wir schon gemacht hier. Ja. Ich weiß noch nicht so genau vor der Nacht. Also ich zocke ja noch so ab und an mal selber eine Runde. Mit meinem Pferd hier ankommen oder was? Im Stall hieß es, dass wir uns bei den Äpfeln bedienen können. Okay. Also ich zocke ja immer noch selber beim Fernsehen gucken in der Pause immer so ein bisschen selber. Da habe ich was gefunden, was ich jetzt erstmal mit euch machen wollte, ja? Durch Zufall eigentlich, ja. So, wir gehen mal. Ne, pass auf, wir versuchen jetzt erstmal ein Pferd, ein gescheites System hier. Und dann gucken wir mal weiter. Dafür müssen wir erstmal Pferde finden, Freunde der Nacht, ja? Wir machen hier mal eine Werbung raus, ne? Ich wollte ja nicht die ganze Zeit sehen, oder? So, wo haben wir hier Pferde? Da nicht irgendwo Pferde, da waren Pferde. Das gefällt mir gut. Habe ich nicht noch irgendwie einen Trank, den ich mir hier reinzimmern kann? Warte mal. Material. Proviant. Gutmedizin. Fleischmedizin. 3 Minuten. Okay, die zischen wir uns gleich rein. Zischen wir uns gleich rein. Oh, die können wir uns jetzt schon rein. 3 Minuten, so lange werden wir da nicht. Warten, da hätte ich ganz gern. Gar nicht schwatten. Da ist ein ganz. Bloß stehen, ey. Dass die anderen den jetzt verjagen, ey. Leise hier. Acht. Leise. Drauf hüpfen, ne? Oh, shit, ey. Jetzt schön mal noch links hier. Hier war. Oh, keine Bombe. Damit. Hier, wo ist das Pferd? Wo ist es hingerannt? Da vorne. Ach, Menno, ey. Bin ich jetzt aber doof hier. Müssen wir nochmal probieren. Ich verstehe es nicht. Ich habe L gedrückt. Warum geht das nicht? Ja, jetzt ersaufe ich hier noch, weil ich ein Pferd ziehen wollte. Herzlichen Glückwunsch, Theo. Ah. So, wo ist das Pferd? Ich bleib jetzt stehen da. Ja, jetzt habe ich auch noch Aggro von so einem Typ hier. Da. Wo ist mein Pferd hin? Da. Ah. Mist, ey. Die Frage ist, muss ich L gedrückt halten oder muss ich L nur kurz? Ich weiß es nicht. Vor der Nacht, ich weiß es nicht. Nee. Also kurz drücken kann es irgendwo nicht sein. War kaputt allerdings. Wir nähern uns wieder an. Ich versuche jetzt mal L gedrückt zu halten. Schauen wir mal, ob das was bringt. Der wirft mich über. Ich brauche mehr Ausdauer wahrscheinlich. Das wird das Problem sein. Ich kriege die wahrscheinlich so nicht, wenn ich nicht genug Ausdauer habe. Okay, holen wir uns erstmal noch einen anderen Zossen hier, der nicht so störrisch ist. Und dann müssen wir, nee, später, wenn wir mehr Ausdauer haben, müssen wir das Ganze dann wahrscheinlich nochmal machen. Ja, warte, Boss. Warum steckst du denn deinen Zackel weg? Bitte schön. Hat der jetzt kaputt gegangen? Ach, komm her. Ja, nee, ist klar. Ist klar, komm her. Wisst ihr, was du brauchst?
Die Echheit. So. Da jetzt. Brauchen wir nicht. Wir holen uns da jetzt noch so ein Pferd. Da holen wir uns den Schwatten da. Weißen Hinterteil. Ich weiß gar nicht, wie sowas heißt, Freunde. Bei Pferden, er käme mir nicht so aus, ganz ehrlich. Aber da ist noch so ein Vieh. Da. Okay, den muss ich jetzt irgendwie gar nicht so wirklich zähmen. Was ist jetzt los? Nein, drauf bleiben. Oh, ich drücke immer den falschen Knopf vorne in der Nacht. Boah. Ich darf keine PlayStation 4 mehr spielen. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir den da irgendwie im Stall eingetragen kriegen. Alter, wo reitet der mit mir hin? Du bist ein störrisches Pferd. Ja, ich komme mal gut bei Frauen an, ich weiß. Wildpferde? Das hast du wohl schon rausgefunden. Ja, habe ich wohl schon rausgefunden. Kannst du mein Bruder Tassaren es ganz offiziell als dein Pferd ins Register eintragen? Meine beiden Buben können dir mehr dazu sagen, wie man ein Pferd fängt, aber du brauchst wohl keine Hilfe mehr. Immerhin hast du Fusaren, Vizemeister des Pferdezehnwettbewerbs, geschlagen. Wenn du nach dem Weg fragen willst, so keine Scheu, ich kenne mich hier aus. Okay. Also dein Bruder muss ich anquasseln. Gehen wir wohl hin. Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nö, weiß ich nicht. Dann erkläre ich es mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fange eines und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man ein Wildpferd fängt? Nein, weiß ich schon. Oh, Verzeihung, dann fangen wir nochmal anders an. Hi. Willkommen in unserem Stall. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es hier registrieren. Falls du übernachten möchtest, wende dich bitte an die Rezeption drin. Also, wie kann ich dir helfen? Registrieren. Sehr gern. Bitte überprüfe noch einmal, ob das hier das richtige Pferd ist. Hm? Auf jeden Fall ist das erstmal das richtige Pferd. Ja, möchte ich. Vielen Dank. Für die Registrierung erheben wir eine Gebühr von 20 Rubinen, aber Sattel und Zaumzeug sind inklusive. In Ordnung? In Ordnung. Danke sehr. Bitte gib einen Namen für dein Pferd an. Ja, Freunde der Nacht, oder? Da wird der Whitey sich freuen. Total geil, ein schwarzes Pferd, nenne ich Ego Whitey. So, sehr schön, die Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du mit diesem Pferd gleich weiterreisen? Auf jeden Fall, Pferd mitnehmen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ach übrigens, falls du und dein Pferd unterwegs getrennt werdet, pfeif einfach und dein Pferd kommt zu dir. Ja, cool. Okay. Wenn dein Pferd allerdings zu weit weg ist, kann es dich nicht hören, okay? Na gut, haben wir jetzt einen Sattel und Zaumzeug? Das hatten wir vorher nicht, oder? Vielleicht ist das jetzt auch nicht so störrisch, ey. Oh, und der Theo steigt wieder ab, ey. Der Theo steigt wieder ab. So, jetzt wollte ich euch da noch was zeigen, ihr Freunde.
weil ich gesehen habe letztes Mal. Haben wir noch Zeit? 10 Minuten wird knapp, glaube ich. Aber wir kriegen das wohl hin, denke ich mal. So, die große Bruderbrücke. Was ist los? Was hat das Pferd? Also irgendwie, muss ich sagen, gefallen mir die Pferde überhaupt nicht bei Zelda. Ja genau, jetzt säuft es mir ab hier. Alter. Ein störrischer Esel, ey. So, ey, schreibt mir mal in die Comments, wie das mit dem Reiten geht. Ich nehme mich da echt zu doof für. Will ganz ehrlich sagen hier. So, ich habe nämlich hier was gesehen. Habe ich nicht. Geh mal hier runter. So. Ja, bleib doch mal ruhig. Genau, hier ist nämlich ein Schrein in der Nähe. Und den habe ich nämlich gefunden bei meinem Stand. So, jetzt können wir mal jetzt absteigen hier. Mal gucken, wo wir hier hin mussten. Hier noch gar nicht. Ist das oben oder was? Das war oben. Okay. Wer wäre hier unten? Na gut, gehen wir einen höher. Machen wir da eben. Ah, da ist schon wieder der nächste Baum am Start. Komm her. Bist du bei der Boss? Gut. Bist du bei der Boss? Sag ich ja. Leg dich nicht mit Zelda an. Mit Link. Entschuldigung. So, pass auf, Freunde. Wo ist er denn jetzt? Ding, wir nehmen den ganzen Pilz hier mal mit. Echel? Okay. Da muss das irgendwo sein. Speichervorgang? Oh, oh, Speichervorgang. So, wo ist er? Da ist die Höhle. Da ist die Höhle. Die habe ich nämlich durch Zufall gesehen, Freunde der Nacht. Kann ich die auch so aufspringen? Warte mal. Werfen, ja. Der ist zu weit. Ist zu weit, schade. Schade eigentlich. Hier müssen wir so irgendwie eben hinfliegen. So. Ablegen mit A. Könnte da, glaube ich, irgendwo aufs Festland. Oh. Unter Dingen eben aufspringen. Oh, geht da. Oh, geht da an Land, ey. War doch nicht so ein Kack hier. So, der Toto-Isa-Schrein, ja, haben wir hier. Und ich sage euch jetzt schon mal, der war jetzt nicht ganz so einfach. Der war so ein bisschen tricky, ey. Besonders, ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt ist die Switch ja hier in der Konsole drin. Aber gestern musste ich da ein... Wahrscheinlich muss ich das jetzt hier mit dem Pad machen. Das wird auch nicht leichter, denke ich mal. Zumindest muss ich nicht so gucken, wo ich spiele, ey. Ja, so. Schauen wir mal, was da kommt. Der Toto und Harry Schrein hier. Aus Bochum. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Toto Isa. Im Namen der Göttin Kylia sollst du geprüft werden. Ja, ich sag Kylia, Leute. Ja, weil ich finde, das ist einfach. Jetzt muss ich nämlich hier so das Ding drehen, aber das ist jetzt mit dem Pad viel einfacher als gestern. Mit der ganzen Konsole, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit der Konsole habe ich gestern Krampf gekriegt. Ey. Ich sag Hylia, weil ich denke, dass der Name, dieses Y entweder aus der griechischen Mythologie kommt oder aus der nordischen Mythologie. Und eigentlich wird es dann eher als Y. Und so sehe ich dazu.
Drehen, 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 drehen. Und einrasten. Ja, es geht viel einfacher mit dem Pad als gestern mit der Konsole. Also mit der Konsole war es gestern echt. Weil wenn du über Kopf machst, dann musst du so auf die Konsole gucken. Das war echt nicht so einfach. Ja, und deswegen freut euch, wenn ich Kylia sage. Bei Hyrule sehe ich es ein bisschen anders. Hyrule, kann man jetzt auch sagen, wird sich aber nicht so cool anfühlen. Aber Gelischer Schild oder so finde ich aber ziemlich cool. So, müssen erstmal müssen wir an. Wirklich einfacher. Ich hatte jetzt so ein bisschen Befürchtungen, dass hier ein Kampf wird. Aber weil das ist wirklich einfacher als mit dem Pet Guest. Dem Pet, ey, da hätte dem ist meine Frau gedacht, ich bin bekloppt. Hätte ich gedacht, jetzt ist soweit, jetzt ist der Theo total durchgedreht. Hat die gedacht, ey, ich sitze da mit dem Pad am Gucken, die sagt, siehst du schlecht oder was? Nein, ich muss das Pad so halten, dann komme ich hier nicht klar. Kann ich da hochklettern? Ja, nett. Wow, ich habe gedacht, ich müsste jetzt hier runterfliegen und den ganzen Weg nochmal laufen. Muss ich nämlich gestern. So, okay. Also, wir brauchen da die Treppe. Dahin. So, und jetzt? Ne, da muss das hin. Noch so ein bisschen drehen hier, dass wir da auch so einen Übergang kriegen. USB. Ist ja hier gerade mal perfekt, ey. Würde ich jetzt mal so vermuten. Also das sah jetzt von aus der Position aus echt perfekt aus. Schöner Übergang. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob ich da auf der anderen Seite gleich hochkomme. Leichte Schräglage haben wir hier zu verzeichnen. Runde der Nacht. Besser kann man es nicht machen. Besser kann man es nicht machen, Freunde. So sauber. Ach, herrlich, du. Herrlich, Freunde der Nacht. Habe ich ja meinen letzten Fauxpas aus dem einen Tempel mit den Wassersäulen mal wieder weggemacht. Hier war. War ja schrecklich. Ich habe mir das selber nochmal angeguckt. Ich habe wieder. Was ist denn da gemacht? So. Du hast meine Prüfung gemeistert, ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Kylia verleihe ich dir ein Zeichen der Ehre. Zup. Zup, die Wupp. So. Ein Zeichen der Bewegung. Wie viel haben wir denn? 2 haben wir schon wieder. Okay. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Kylia dir beistehen. Das wird sie mit Sicherheit tun, mein Freund. Das wird sie mit Sicherheit tun. Gut, dann gucken wir mal gleich weiter hier. Kämpfer, hast du schon mal einmal das Magnetmodul auf eine Metallkiste in einem feindlichen Lager gerichtet? Der Versuch könnte sich lohnen. Metallkiste in einem feindlichen Lager. Okay. Müssen wir mal ausprobieren. So, wir werden jetzt. Warte mal, ich kann auch. Teleportieren, ne? Oder? Ich habe nämlich noch was gesehen, Freunde der Nacht, und da werden wir einmal hin teleportieren. Und zwar hier. Warum kann ich nicht in Städte teleportieren? Das verwirrt mich ein bisschen. Der Sensor bewegen. Okay, wir teleportieren hier zu dem Taronihi-Schrein und werden dann von da aus weiterzocken, Freunde der Nacht, ja? Danke, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Heute war ja eine recht flüssige Folge, muss ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, würde ich mich freuen. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch darüber freuen, euch als neuen Abonnent hier willkommen zu heißen auf der Road to 1K, Freunde der Nacht. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Zelda Breath of the Wild wieder, ja? Mit dem Ego White, dem alten Thorsten und dem Link, ja? Bis dahin und dem Theo dann natürlich. Ja, so. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.